Hallo, Busfahrer, ich wollte ein Ticket kaufen, aber der Automat davon ist kaputt jetzt. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, das ist doof, weil ich brauche Zugticket. Ich meine, Sie können sich ein Busticket bei mir kaufen, aber mit der Bahn habe ich überhaupt nichts zu tun. Bist Busfahrer, kannst auch Tickets. Ja, was soll ich jetzt machen? Hä? Stopp! Herr Busfahrer, der Automat ist kaputt. Von meinen DB-Stationen. Was jetzt? Ich muss aber jetzt unbedingt mit dem Zug fahren. Ja. Kennen ganz viele bestimmt von euch. So, ihr wart gewillt, einen Fahrschein zu kaufen, Automat defekt. Ja, was denn nun? Darf ich gerade mit dem Zug fahren? Ja und nein. Es gibt auch Automaten in Bussen. Ja, tatsächlich gibt es sie ja auch. Die können auch mal defekt sein. Da ist es dann wieder ein bisschen anders. Da gehen wir gleich mal ein bisschen weiter drauf ein, was dann der Fall ist, wenn der Automat im Bus zum Beispiel kaputt sein sollte. Ja, dann ist das halt einfach so. Aber wir gehen jetzt ein bisschen mehr auf den Zugautomaten. Ja, so, ihr wollt jetzt unbedingt diesen Zug nehmen. Ihr seid aus dem Bus ausgestiegen. Ja, ihr rennt zum Zug und merkt auf einmal so, ich kann ja kein Ticket für den Zug ziehen. Dann rennt er zurück zum Busfahrer und sagt so, hey, Herr Busfahrer, da Problem, Automat kaputt. Ja, gehört ja nicht uns, gehört ja der Bahn. Ja, so. Wie geht man denn da am besten vor? Also, aus eigener Erfahrung, ja, aus von meiner Frau, ja, die ist eine bekannte ÖPNV-Nutzerin, sie hatte das auch mal. Du war gewillt, einen Fahrschein zu kaufen, konnte es nicht kaufen. Da habe ich ihr gesagt, pass auf, mach Folgendes. Geh zum Schaffner, sage dem Schaffner, von wegen, dass der Automat das kaputt ist. Vorher schreibt ihr aber bitte die Automatennummer auf. Nummer aufschreiben? Schon kein Kulli. Ja? Dann sprichst du mit dem Schaffner und sagst, hier, ich war gewillt zu bezahlen, Automat kaputt, aber ich habe die und die Nummer. Aber ich habe Handy. Haben wir ein Foto von, wa? Dann kann der nämlich meistens in der Zentrale irgendwo anrufen und sagen, so, hier, was ist mit dem Automat, ist kaputt, schickt mal jemand raus zum Reparieren. Oder ist der schon gemeldet? Ist er noch nicht gemeldet, meldet er quasi dann diesen kaputten Automaten und dann wird er relativ schnell wieder zeitnah repariert. Was passiert denn mit euch? Dürft ihr dann den Zug fahren? Also, es gibt Schaffner und Schaffnerinnen, die sagen, ja, alles klar, wissen wir Bescheid, kommen Sie so mit, fahren Sie dann, wo möchten Sie aussteigen, weiß ich Bescheid, fahren Sie so mit. Es gibt aber auch Schaffner und Schaffnerinnen, die sagen, ne, ja, tut mir leid, Nachlöseticket kaufen. Ja, meistens kann man immer noch bei Schaffnern auch ein sogenanntes Nachlöseticket kaufen. Ja, vielleicht ist ja der eine oder andere Schaffner und kann mir da ein bisschen besser aufklären, weil das ist ja nicht mein Fachgebiet, ja. Aber ich meine, es gibt sowas. Also bei meiner Frau war es halt so, der Schaffner, die Schaffnerin, Schaffnerin war das sogar, die hat sie dann fahren lassen, weil sie war ja gewillt zu bezahlen. Ja, hat dann den Automaten praktisch gemeldet gegen den Schaffner und so konnte sie dementsprechend auch fahren. Aber verlasst euch da nicht immer drauf, tatsächlich. Deswegen ist es immer ganz wichtig, zum Beispiel, man kann ja auch mittlerweile in Apps, ja, auf dem Smartphone, ja, DB-Navigator, auch seine Tickets schon mittlerweile online kaufen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dann nutzt auch genau diese Möglichkeit und verlasst euch nicht immer 100% auf den Automaten. Deswegen empfehle ich immer für Verkehrsunternehmen, die immer eine App-Funktion haben, also auch eine Bezahlfunktion, zum Beispiel die GVH oder der DB-Navigator, wo man Tickets kaufen kann über eine App, dann nutzt das auch wirklich besser ist. Ja, dann habt ihr nämlich nicht so diese Probleme und die Laufereien und Rennereien und vielleicht lässt euch der Busfahrer oder die Busfahrerin oder der Schaffner oder die Schaffnerin dann auch nicht stehen, weil ihr habt sie dann hier auf dem Smartphone. Vorausgesetzt ist, der Akku ist noch recht gut betucht, so dass ihr dann nicht irgendwie mit 5% auf einmal dieses Ticket kauft. Das kann ich euch tatsächlich nur ans Herzen legen. Nicht überall ist natürlich, jedes Verkehrsverbund hat noch nicht überall diese Technik, In-App-Verkäufe zu tätigen für den Fahrschein. Da hinken wir tatsächlich, Entwicklungsland Deutschland, echt noch hinterher, was das angeht. Ja, es wäre wünschenswert, wenn irgendwie alle mal aufeinander kommen und sich alle mal auf einer App auch einigen oder so. Das wird vieles einfacher machen, auch für uns. Und wenn auch der Automat mal im Bus kaputt sein sollte, dann könnte man ja auch auf diese App-Funktion zurückgreifen. Allerdings entscheiden dann wirklich die Fahrer und Fahrerinnen vor Ort, von wegen, wenn der Automat kaputt ist, ja, ich weiß, ja, alles klar, komm rein, kann ich nichts daran ändern, fahr mit, ja. Weil meistens, wenn ein Automat im Bus ist oder in der Straßenbahn ist, dann haben sie ja keinen Barverkauf mehr. Es gibt ja noch viele Verkehrsunternehmen, auch wie unser zählt dazu, wo wir noch dementsprechend Barverkauf haben. Ja, also man kann hier schon kontaktlos bezahlen und trotzdem kann man immer noch mit Kleingeld unser Ticket bezahlen. Und es gibt viele Unternehmen, die haben einfach nur Automaten und wenn die kaputt sind, dann ist das halt einfach so. Ja, da kann man
nichts dran ändern. Dann müsst ihr das auch dem Fahrer melden so, und vielleicht weiß er Bescheid, ja, und sagt er, alles klar, geh durch, passt schon. Ne? So. Immer schwieriges Thema. Letztendlich seid ihr natürlich verpflichtet, einen gültigen Fahrausweis euch zu besorgen. Ja? Und wie gesagt, ja, ja, die Idee über eine App das Ganze zu tätigen oder im Vorverkauf zu kaufen. Ja, man kann ja auch ganz so vielen, ganz verschiedene Vorverkaufstellen gehen. Kauft ihr euch vielleicht so 2-3 Tickets für den Notfall, dass ihr dann zum Beispiel immer einen parat habt oder so. Also es gibt viele Wege und Mittel, um legal, sag ich mal, trotzdem Bus und Zug zu fahren. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann sprechen wir Schaffner an. Danke. In diesem Sinne, ihr wisst immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert und argumentiert. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.